Liebe Freunde, die momentane Situation in Deutschland ist ein Desaster. Die momentane Situation ist das Ergebnis einer vollkommen verfehlten Innenpolitik der Altparteien. Aber auch außenpolitisch stehen wir vor einem Trümmerhaufen. Die Große Koalition, allen voran die Bundeskanzlerin, folgt willen- und ideenlos den außenpolitisch gefährlichen Abenteuern der USA. Die NATO dehnt sich weiter nach Osten aus. Eine eigenständige deutsche Außenpolitik existiert nur noch in der Erinnerung an bessere Zeiten. Dieses hilflose Herumgeeiere, allein in der Hoffnung, keine Wähler zu vergraulen, muss ein Ende haben. Deshalb gehört die AfD in den Deutschen Bundestag. Deshalb bewerbe ich mich als ihr Listenkandidat. Die Auswirkungen der aktuellen Politik für Europa, meine lieben Freunde, sind fatal. Aber wie sieht der sicherheitspolitische Kompass aus? Wir haben eine Verteidigungsministerin, die sich um die Umstandsmode der Soldatinnen und die sexuelle Orientierung und Vielfalt in der Truppe kümmert. Aber eine sicherheitspolitische Debatte im Deutschen Bundestag mit einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers hat es eine Ewigkeit nicht mehr gegeben. Das wird sich mit der AfD ändern, denn das Thema innere und äußere Sicherheit wird das Wahlkampfthema Nummer eins. Diese Regierung hat mit der unkontrollierbaren Grenzöffnung Recht und Gesetz gebrochen. Diese Regierung handelt gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung. Sie hat kein Recht mehr, sich Volksvertreter zu nennen. Wenn ich mich heute als Listenkandidat der AfD vorstelle, liebe Freunde, dann hat das gute Gründe. Ich habe in der AfD meine politische Heimat gefunden und ich verspüre wieder Zuversicht. Deutschland braucht jetzt die AfD. Sie steht für einen klaren Kurs. Sie ist unverzichtbar. Und ich bin bereit, mein Leben und meine Zukunft an dem Wohl der deutschen Bürger und an den Zielen der AfD auszurichten. Und ich weiß, dass ich die AfD und damit unser aller Arbeit stärken kann. Ich kenne mich aus im politisch-parlamentarischen Raum auf Bundesebene. Ich habe Erfahrung aus einer intensiven Zusammenarbeit mit dem russischen Militär. Ich kenne das Leben und die Arbeit im muslimischen Kulturkreis. Ich war auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kein unpolitischer Mensch. Aber mir fehlte die wählbare Alternative. Und ich bin den Männern und Frauen dankbar, und dazu gehören auch viele von Ihnen hier im Saal, ich bin den Männern und Frauen dankbar, die diese Alternative geschaffen haben, die Alternative für Deutschland. Und die Menschen da draußen spüren sehr deutlich, dass hier etwas Großes entsteht und dass sich in unserem Land etwas von Grund auf, dass sich unser Leben von Grund auf erneuern muss. Und liebe Freunde, das erkennen natürlich nicht nur wir. Das erkennen auch die Politikbeamten der Regierungskoalition. Sie merken, dass es mit der AfD im Rücken nicht mehr ausreicht, durch die Legislaturperiode zu schlendern und wohlklingende Wahlversprechungen abzugeben. Man robbt sich an die Position der AfD heran. Obergrenzen, Flüchtlingscamp in Nordafrika, doppelte Staatsbürgerschaft, Abschiebeerleichterung sind hier nur einige Stichworte. Aber seien wir realistisch. Die AfD ist noch nicht so weit, die Bundesregierung abzulösen. Aber wir werden sie vor uns hertreiben.
sie wird nervös werden, sie wird Fehler machen, sie wird unseren Atem in ihrem Nacken spüren. Wir müssen den Politwahnsinn der links-grünen Ideologen stoppen und in eine Politik zum Wohle des deutschen Volkes umsteuern. Ich will dabei für unsere Partei die Verantwortung für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik im nächsten Deutschen Bundestag mittragen. Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist mein Lebensthema. Ich war 34 Jahre bei der Bundeswehr, Hubschrauberpilot, zuletzt mit höheren Aufgaben im Rang eines Obersten im Generalstab. Ich war im Bundesministerium der Verteidigung und in der NATO. Als sich die Chance bot, mit meinem Kernthema eine Herausforderung in der Privatwirtschaft anzunehmen, habe ich die Proades GmbH gegründet, die sich mit Ausbildungslösungen für Streitkräfte beschäftigt. Mit meiner Firma habe ich ein Gefechtsübungszentrum für die russischen Streitkräfte ausgeplant und das Ergebnis dem russischen Verteidigungsminister in Moskau vorgestellt. Ich war mit meiner Firma einige Jahre im Nahen Osten präsent und habe dort den Islam aus eigenem Erleben kennengelernt. Und daher weiß ich, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich bin also jetzt intensiv seit 44 Jahren im Bereich der Sicherheitspolitik tätig. Ich habe die Möglichkeit, mich zu 100% für unsere gemeinsame Sache einzusetzen. Und genau das werde ich tun, meine lieben Freunde. Zukunft braucht Sicherheit. Zukunft braucht die AfD. Ich danke Ihnen. Das war eine Punktlandung. Jawohl, danke schön. Jetzt die Fragen. Da sind mehr, dann fangen wir links an von mir aus gesehen. Herr Lohse. Ja, Herr Lukassen, was halten Sie davon, dass die Frau von der Leyen die sexuelle Vielfalt bei der deutschen Bundeswehr stärken möchte? Frau von der Leyen hat dieses Thema unter den Oberbegriff Agenda Personal gestellt und will damit das fehlende Personal, das in der Bundeswehr nicht vorhanden ist, ergänzen. Sie will also nicht nur das, was diese Regierung in der Gesellschaft an Vogue machen will, auch in die Bundeswehr hereintragen. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Generale allgemein als Generalität bezeichnet, darüber not amused sind. Und ich halte es für einen fatalen Fehler, den wir spätestens ab September dieses Jahres zurückzudrehen haben. Die nächste Frage jetzt an dem Mikro drüben. Ja, schönen guten Tag, Herr Lukassen. Sie gaben an, dass Sie im April 2016 in die AfD eingetreten sind. Sie geben auch an, dass Sie Mitglied des LFA 13 Außen- und Sicherheitspolitik sind. Wieso habe ich Sie, ich bin Mitglied seit Februar 2015 in diesem LFA, noch nie an einer einzigen Sitzung gesehen? Also für mich hat Ihre Kandidatur heute hier einen Geschmäckle. Danke, die halbe Minute ist vorbei. Bitte. Ich gehöre dem LFA 13 Außensicherheitspolitik an und habe meine bisherige Arbeit in dieser doch relativ kurzen Zeit in einer Sitzung nicht teilnehmen können und alle weiteren Beiträge, und das möge Herr Dr. Böhnke als Leiter dieses Arbeitskreises bescheinigen, schriftlich abgegeben. Dankeschön. Dann Herr Rolf. Herr Lukassen, Sie geben in Ihrem Lebenslauf Kontakte ins Bundeskanzleramt und ins Bundesverteidigungsministerium an. Darüber hinaus, neben dem, was Sie zur russischen Armee gesagt haben, von sich selbst alleine nur Kontakte zur thailändischen Armee und zur Armee der Vereinigten Arabischen Emirate. Frage ich, Sie als AfD-Mitglied, diese Kontakte zum Bundeskanzleramt, und arbeiten Sie mit Ihrer Rüstungsfirma, und ich sehe Sie nur als Rüstungslobbyist, für jeden, mit dem Sie Geschäfte machen können? Ja, also ich habe nicht angegeben, dass ich Kontakte habe, so klar sollten wir sein, sondern dass ich Projekte in den letzten 10 Jahren gehabt habe, die ich auch eben erwähnt habe in meiner Rede und die unter anderem
die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Verteidigung und auch dem Bundeskanzleramt, wenn es um Ausfuhrfragen geht, NATO-Deutsch, Foreign Military Sales geht, dass ich die dann wahrnehme. Das gehört mit zu meinem Aufgabengebiet. Rüstungslobbyist bin ich nicht. Lobbyismus ist ein anderer Begriff. Ich habe seit 10 Jahren eine eigene Firma mit 27 Mitarbeitern, für die ich da bin, für die ich zuständig bin und die auch bis spätestens September auf jeden Fall ihren Job behalten werden. Danke. Frage Nummer 4, dort bitte. Herr Lukassen, Lücht vom Kreisverband Duisburg. Es geht um den politischen oder unpolitischen Generalstab. Und wir wissen ja, der Brigadegeneral Günzel von den KSK-Spezialkräften wurde seinerzeit entlassen, weil er bei einer Humanrede, Martin-Humann-Rede zum Tag der Deutschen Einheit, klar Farbe bekannt hat und Rückgrat gezeigt hat. Und über die Art und Weise seiner Entlassung aus dem Dienst sehr enttäuscht war. Dabei hat er zur Kenntnis gegeben, dass er festgestellt hat, dass im Generalstab kein Rückgrat feststellbar ist. Die halbe Minute ist vorbei. Sie können natürlich selbstverständlich trotzdem. Ich versuche daraus jetzt für mich eine Frage zu formulieren, damit ich auch Antwort geben kann. Der von Ihnen angesprochene Brigadegeneral ist meines Erachtens nach zwar schon kritisch gewesen während seiner aktiven Zeit, ist aber regulär ausgeschieden. Aber da mögen Sie mich eines Besseren belehren. Wir haben keinen Generalstab in diesem Sinne in der Bundeswehr, sondern wir sind, oder unsere Armee ist eine Parlamentsarmee. Das führt dazu, dass sich Generale erstens nicht politisch, so werden sie im aktiven Dienst sind, nicht politisch äußern. Und wenn sie es dann wollten, weil es keinen gemeinsamen Generalstab gibt, haben sie auch nicht die Möglichkeit, sich so weit abzusprechen, dass sie eine gemeinsame Sprache sprechen können. Also von einem möglichen Putsch, weil ich das auch mal gefragt wurde, ist unsere Bundeswehr da weit entfernt. Aber das wird auch nicht das Ansinnen unserer Partei und der AfD sein, sondern wir wollen unsere Streitkräfte weiterhin in demokratischer Form einsetzen. Die letzte Frage jetzt dort. Ja, Dr. Daniel Zerbin, Kreisverband Recklinghausen. Herr Oberst, ich habe eine Frage. Sie haben eine beachtliche Karriere hingelegt. Glückwunsch dafür. Haben Sie denn auch mal im Felde gedient, sei es jetzt auf dem Balkan oder in Afghanistan? Ich habe, vielen Dank, Herr Zerbin, ich habe keine Verwendung gehabt, die Sie im Felde nennen. Möchte dazu aber auch korrigieren, die gibt es für der Bundeswehr kaum, weil alle Einsätze, alle Auslandseinsätze, die die deutsche Bundeswehr seit 1994 fährt, sind Einsätze im Frieden. Es sind keine Kriegseinsätze. Ich gehöre einem Jahrgang an, der zu der Zeit, als die Balkaneinsätze kamen, Ende der 90er Jahre, im Bundesministerium der Verteidigung waren. Und da war es noch so, dass die Offiziere im Bundesministerium der Verteidigung oder NATO-Verwendung nicht in diese Einsätze geschickt wurden. Wenn Sie so wollen, habe ich mich vom Altersband her kurz vor dieser Welle immer bewegt. Und dann bin ich ja früher gegangen mit 55 Jahren. Jawohl, danke. Das waren die 5 Fragen. Herzlichen Dank für Ihre Bewerbung. Und dann können wir weitermachen mit dem nächsten Kandidaten. Ungültig war eine Stimme, enthalten hat sich eine Stimme, 19 Personen haben mit Nein gegen alle gestimmt. Wir ziehen wieder von den 303 die ungültige und Enthaltung insgesamt 2 ab, sind bei 301, teilen das durch 2, macht 150,5 Runden auf und wissen dann, das Quorum liegt bei 151 Stimmen. Es haben erreicht Herr Markus Mohr 129 Stimmen, Herr Lukassen 153 Stimmen. Dann stelle ich fest, dass Herr Lukassen die erforderliche einfache Mehrheit erreicht hat. Und frage ihn, ob er die Wahl auch annimmt. Herr Lukassen, nehmen Sie die Wahl an.
Herr Jakobo, bedanke ich mich für Ihre Geduld, freue mich über das Ergebnis und den Wahlgang.